Guten Morgen. Willkommen. 5 Uhr morgens. Am 8. Tag. 23. Dezember. Am 8. Tag. So, und jetzt müssen wir erstmal wieder nach, ja, nach Fett und nach Wasser schauen. Fett und Wasser. Gut. Da haben wir jetzt 40 drin. Ist da noch Wasser drin? Nee, da auch nicht. Ist hier noch Wasser? Ja. So, da trinken wir da erstmal ein Schlückchen. Und hier holen wir uns neues Wasser. Und kochen das schön ab. So, da haben wir jetzt drin 5. Oh, bleibt da oben liegen. Auch nicht schlecht. Ach, ich kann das tatsächlich da oben drauflegen, die Kokosnussschalen. Das ist auch cool. Das ist ja auch nicht übel. Gucken wir mal. Da kann ich auch Wasser drin kochen. Aha. So, jetzt ist das Teil leer, dann nehmen wir jetzt hier sauberes Wasser, da haben wir 25, da haben wir 35 und da haben wir die 5, macht 5 und macht 40. So, die zwei sind jetzt voll mit sauberem Wasser. So, dann essen wir erstmal die Pilze, bevor die noch schlecht werden. Gut, soweit so gut. Stachelrochenfleisch, genau, das sollte ich vielleicht auch mal, ach, das verbrannt. Oh. Das ist noch okay, das Kugelgürtel, aber das ist verbrannt. Hm. Verbranntes Fleisch kann man auch essen, aber das gibt wieder viel Durst. Deswegen machen wir das mal kaputt. Das vernichten wir mal. So, es regnet, das heißt, Wasser sammeln. Wasser sammeln. So, dann soll es dann noch ein bisschen hoffentlich regnen. Und ich schaue mich hier gerade noch mal um, dass ich hier ein bisschen Fett finde. Eine Maus. Da. Ja. Oh, eine Schildkröte. Sehr schön. Legen wir doch gleich wieder. Da haben wir nämlich noch mal eine große Schale. Und da ist Fett, das essen wir gleich. Das essen wir sofort. Ja, wir müssten noch ein paar von denen finden. Das wäre nicht schlecht. Noch so ein paar Nüsse. Solche Stauden hier rum, nur da fallen nicht überall Nüsse raus. Sind nicht da so viele Nüsse da. Mal gucken, ob ich vielleicht hier noch eine Paranuss finde. Die hat ja auch viel Fett. Auf diesen Bäumen gibt es immer die Paranüsse. Ist aber keine. Schade. Gut, nun gut. Jetzt haben wir 2 von diesen Schildkrötenpanzern. Sehr schön. Hier habe ich schon wieder Kohle, die kann ich mal hier lassen.
nicht mit mir rumschleppen. Da habe ich auch noch Lagerfeuerasche, aus dem machen wir uns einen Ascheverband. Lagerfeuerasche, okay. Die Feder könnte ich auch mal hier lassen. Leg ich mal dahin. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt dieses Schildkrötenfleisch noch. Ja, genau, das werden wir noch braten. Schildkrötenfleisch. Fett. Ja, da verschieben wir gerade noch mal ein bisschen rum und gucken noch mal nach diesen Nüssen. Die großen Bäume, die so gebaut sind, sind die Paranussbäume. Da ist so einer, mit diesen braunen Linearen drumherum. Vielleicht finden wir da noch einen. Paranüsse haben auch viel Fett. Gucken wir, ob ich da irgendwo noch so einen Baum sehe. Tja, so auf den ersten Blick nicht. Stein. Ich glaube, ich habe genug Stein. Hier geht es in der Höhle. Und hier kommt man hier hoch. Unwahrscheinlich. Hier komme ich tatsächlich hoch, aber da oben kommt man nicht hin. Dass man da oben vielleicht entlang laufen könnte. Da kommt man nicht rauf. Das sieht mir nicht so aus. Na komm, hopp. Jede Menge Stein auf einmal hier. Naja. Und hier geht's in eine Höhle rein. Aber wir wollten uns ja sowieso umschauen. Da, Skorpion. Chuck. Legende. Water is spoiled, as the angry spirit is. Wasser ist verdorben, so wie der zornige Geist. Da. Gleich mal essen. Dann muss ich nicht mit mir rumtragen. Ja, jetzt sieht das gut aus. Jetzt sieht das gut aus. Ach so, was haben wir denn an Uhrzeit? 9.48 Uhr. Wir sind hier jetzt voll mit Essen und allem. Ja, da sind schon wieder Nüsse, das ist sehr schön. Da haben wir wieder eine Fettquelle. Das ist fein. Wir haben einen Kompass bei uns. Das heißt, ich gehe mal Richtung Norden.
Also zurück wäre dann so Richtung Südwesten in etwa. Wäre zurück nach Hause. Sieht's auch schön aus. Jetzt immer mal schön gucken nach einem Paranussbaum. Was ist das? Ein Dorf? Ich habe ein Dorf gefunden. Das sieht verlassen aus. Das sieht verlassen aus. Da muss ich auch gleich mal gucken, wo bin ich? 40, 36. 40 West, 36 Süd ist das Dorf. Da liegt eine Kokosnuss. Ich kann nichts sehen. Ah. Ich kann meine Waffen nicht auspacken. Ei. Das kann ich hier nicht weghacken. Kann ich die Banane nehmen? Ja. Dann nehmen wir die doch gleich mal mit. Na, guck mal, hier sind Schädel. Da haben wir Schädel. So, was ist denn das hier für ein Dorf? Da brennt aber ein Feuer, wenn ich das richtig sehe. Great, the village. Neuer Dialog freigeschaltet. Neuer Dialog freigeschaltet. Ja, wieder was Neues. Ein Trockengestell. Das ist fein. Da sitzt ja eine. Ups. Da sitzt eine. Und hier brennt ein schönes Feuer. Soll ich hier einziehen? Könnte ich hier wohnen? Könnt ja hier einziehen, bei dem schönen Feuer, wenn das immer brennt. Das sieht mir so aus, als könnte das immer brennen. Das heißt, da könnte ich hier einziehen. Wenn der freundlich ist, und das scheint mir so zu sein, muss ich gleich nochmal aufschreiben. Also hier sind wir exakt an 41 West und 35 Süd. Das ist also Dorf. So. Und hier habe ich jetzt schon ein Trockengestell gefunden. Ah ja, hier ist auch noch so ein Baum. Da hole ich mir doch Paranüsse. Jawohl, da liegt eine Paranuss. Kommt man hin. Und da ist noch eine. Solange man die nicht zerlegt, bleiben die. Halten die ewig. Die kann ich jetzt erstmal nicht raus. Da auf der anderen Seite noch eine liegt. Naja. Mein Pilze nehme ich auch mal mit. Naja, dann schauen wir uns den jungen Mann da mal an, was der will. Sprechen. Danke für die Hilfe. Anino Ananake von Mahinde. Ele Ma Jaco. Du bist Jaco. Ich erinnere mich. Auch an Mia. Gasta Yabahuka. Hakta Ananake, Tam Enito en Kentalo, Teko. Nga Jako, Jako Nga Wezo. E Hakta Breko, He Maki Ataimo, Hina. Wara es Nue Egoa,
Die Kinder sind im Dschungel verstreut. Oh. Flimo Jinakda Tiknae Malo. Erlange das Vertrauen des Dorfes. Vertrauen 800, ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich aber nicht ausruhen, nicht auswählen. Bis dann. Und ich muss mich ausruhen. Kann man hier drauf schlafen? Nee, auf der Matte kann man nicht schlafen. Aber das Feuer scheint ewig zu brennen. Das hört sich da gut an. Mal gucken, ob es hier eine Schlafstelle gibt. Matten liegen ja genug da. Jetzt muss ich mir hier ein Bett bauen. Allerdings kann ich an dem Bett nicht speichern. Muss mich irgendwie ausruhen. Erst nehme ich das hier noch mit. So. Man kann nie genug Verbände haben. Tja, und jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich mich ausruhe. Ohne dass ich hier schon wieder Würmer einfange. Ich versuch's hier mal. Ja, das ist doch klar. Da guck dir das an. Schon wieder so einen dämlichen Wurm. Oh Mann. Immer noch was. Ich habe da immer noch irgendwo was an mir. Noch eine. Ei. Okay. Wurm erledigt. Jetzt muss ich zusehen, dass ich mir ein Bett baue. Blätterbett, mal gucken, irgendwo kann man das hier irgendwo hinbauen. Hier kannst du nicht bauen, steht da. Hier kannst du nicht bauen. Das ist ja auch doof gemacht. Da hat man hier ein Feuer, dann kann man hier nicht bauen. Oh Mensch, das ist ja nicht toll. Wäre gut, wenn man hier auf diesen Matten mal was bauen könnte, ohne dass man sich einen Wurm einfängt. Dann muss ich hier außerhalb schlafen. Eieieiei. Das ist wieder toll hier. So, dann wollen wir hier mal ein Bett bauen. Das geht am schnellsten. Ich könnte mir natürlich hier jetzt auch gleich mal einen Unterstand bauen, aber das dauert länger, da muss ich noch Holz hacken und so. So. Ja. Noch ein Palmblatt, noch ein Palmblatt. So, Blätterbett ist gebaut. Palmblätter weg. Ich habe dann zumindest schon mal eine Schlafstadt ohne Würmer. Das ist dann schon mal was wert. So, und hier habe ich dann eine Feuerstelle, die wohl ewig brennt. Was haben wir denn? Uhrzeit. 20:45. Ja, dann ist auch bald Zeit zum Pennen. Ich bin allerdings noch voller Energie. Und was macht's Essen? Da müssen wir dann langsam nun mal dafür sorgen, für Essen und Trinken.
Und zum Speichern müsste ich mir auch noch was bauen. Also hier habe ich mein Bett. Mal gucken, ob ich hier noch so ein Speicher. Als Bett Hüttenunterstand. Hüttenunterstand. Der kleine Unterstand. Der Hüttenunterstand baut sich eigentlich am schnellsten zum Speichern. Ja, da habe ich hier Platz. Dann machen wir hier einen Hüttenunterstand noch hin. Stock, Stock, Stock. So, Holzhacken. Zwei lange Stöcke. Hier müsste noch eine liegen. Eigentlich müsste hier noch eine sein. Da ist sie. Zack. Das nehme ich auch mal mit. So, dann wollen wir noch einen langen Stock. Mal gucken, was hier rauskommt, wenn ich den zerhacke. Ja, ein großer Holzscheit. Na gut. Hab ich hier auch nochmal. Da noch einen. Vielleicht kann ich die nochmal gebrauchen. Dann lasse ich die natürlich hier. So. Wer weiß, vielleicht braucht man die mal. So, dann hole ich mir hier noch einen langen. Palme. Die nächste Palme. Hier singt jemand. Ja, das gibt Blätter. War keine Palme. Dunkel sieht man schlecht. Das Ding hat auch Palmblätter. Unbekannte Frucht, wow, die nehme ich doch mit. Noch eine, das sind immer drei. So, wo ist denn jetzt mein Palmblatt hin, ne Maus? Palmblatt, Palmblatt, trockenes Blatt. Kann ich erst später nehmen, Palmblatt, noch ein Palmblatt. So, noch was? Wo war das jetzt? Da. Noch ein Palmblatt. Das lege ich nochmal ab. Könnte erstmal die trockenen Blätter nehmen. Wo war denn noch eins? Palmblatt, noch ein Palmblatt. Da noch ein trockenes Blatt. Ja, wie viele Palmblätter denn noch, ey?
auch noch mehr Palmblätter. Jetzt habe ich mich verlaufen. Da ist das Dorf. Hey, down. Erledigt. So, Palmblätter hier ablegen. Puh, hier kann ich speichern. Und jetzt kann ich noch eine Mütze voll schlafen hier. Gut 5 Uhr reicht. Essen und trinken. Das ewig brennende Feuer. Ja, schön, wenn man sich da nicht dauernd drum kümmern muss. Da kann ich die Maus mal zerlegen, sammeln. Ich habe ja hier noch das Gürteltierfleisch, genau. Das esse ich erstmal. Dann esse ich mal eine dieser Nüsse und eine Banane. Werfen wir das Fleisch mal hier drauf. Das wird hier auch brav gebraten, jawohl. Und was sagt die Uhr? Wir brauchen noch Wasser. Wir brauchen noch Kohlenhydrate. Gut, Kohlenhydrate, das heißt Pilze oder Frucht. Die hat 16 Kohlenhydrate. Auch schön. Gut, hier haben wir 25 und hier haben wir 16 Kohlenhydrate. 15 Fett. Brauchen noch Flüssigkeit. Gut, Mausfleisch haben wir auch. Ah, das geht so. Ah, da können wir mal ein paar Schritte machen. Also hier hat jemand gesungen, habe ich gehört. Ey, verdammt. Mistvieh. Gleich mal wieder zerlegen. Und Wunde versorgen. Da. Tja, man kann nie genug von diesem. Verbänden haben. So, Blattverbände. Kann ich gleich wieder herstellen. So, wer singt hier? Und vor allem wo? Da, Kiddies. Jetzt sag ich den Kleinen.
Das passt gut im Dorf. Wir müssen wahrscheinlich Hunderte von Kindern holen hier, oder was? Das war ja natürlich jetzt übelst, wenn man jetzt hier stundenlang nur mit Kindersuchen beschäftigt ist. Da ist noch eins. Schnapp. Ich muss jetzt 25 Kinder holen. Da ist noch was. God, I'm thirsty. Yo, Durst. Der ist leer. Sind da noch so blaue Pilze an dem Baum? Nee. Jemand, der singt. So, dann sind wir gut. Oben jetzt ein Feuer machen. Pilze gegen Parasiten, sehr schön. Ach, schon wieder ausruhen. Oh nee. Da gibt's Bienen. Na, zu Bananen den Bienen entlang gelatscht. Mist. Da ist schon wieder so ein Kit. Ja, wo rennt er denn hin? So, da ist er wieder der Kleine. Rennt er einfach durch den Dschungel. Und so langsam. Oh, me.
Na super. Das geht jetzt wahrscheinlich ewig so weiter, oder wie? Mein Leben lang Kinder einsammeln. Ich könnte mal das Fleisch braten. Und dann muss ich zusehen, dass ich was trinke. Oh, schade. Die sind verdorben. Fleisch gekocht. Wie schaut's denn aus? Ja, Wasser. Ich kann eigentlich von allem was gebrauchen. Da kann ich gleich das Mausfleisch essen. Kohlenhydrate. Tag? Ja, der Tag ist schon wieder vorbei. Ein paar Kinder eingesammelt und der Tag ist vorbei. Mann. So. Oh, schade, die Pinsel sind kaputt. Irgendwo war doch hier Wasser. Wasser vorbeigelaufen. Da ist Wasser. Unsicheres Wasser. Mhm. No, bad idea. Egal. Oh. Ich habe ja diese Pilze jetzt dabei, mit denen ich dann gleich wieder die Parasiten beseitigen kann. So, schön. Das auf. Unsicheres Wasser ist besser als gar kein Wasser. So, wenn man noch diese Pilze findet. Ja, schau hier mal weiter. Ups, was haben wir hier? Speerfischfalle. Da steht auch noch eine Hütte. Eine alte Hütte hier. Guck an. Ein Bambusspeer. Vierzackige Bambusspeer. Mhm. Der ist natürlich gut zum Fische fangen. Legen wir uns da mal raus. Hier ist ja Wasser. Das heißt, ja, kann man hier bleiben. Heißt aber auch, ich müsste mir hier schon wieder einen Unterstand bauen. Hm. Uhrzeit, 17 Uhr. Mal. Heißt, bauen. Ah, Mensch, das passt ja nicht ab.
mal. So, schnell einen Unterstand. Zack, Hüttenunterstand wieder zum Speichern. Da in die Hütte rein, schlecht, muss ich daneben dran stellen. Langer Stock. So, wo war das jetzt? Wo habe ich ihn gehackt? Da. Ein Seil. Und jetzt wieder Palmen. Palmen. Stupid piece of shit. Warte mal, ich hab doch mein. Ja, ich hab doch hier meine Machete. Hab ich ganz vergessen. Ich hab doch hier eine tolle Machete dabei. Zack. Schön, dass man hier immer nachts bauen darf. Zum Glück bin ich ja nicht total ermattet. Wird jetzt noch fehlen. So, noch mal Palme. Noch eine Palme bitte. So, fein, fertig. Fertig. So, Unterstand ist fertig. Hier kann man pennen. So, voll ausgeruht, aber wahrscheinlich hungrig und durstig. Fett und Fleisch. Okay, Fleisch ist kein Problem. Dann haben wir hier noch eine Nuss. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Achso, speichern wollte ich, genau. So, dann haben wir hier jetzt einen tollen Platz noch gefunden. Der ist jetzt hier an 39 West, 34 Süd. Gleich mal notieren. Das wäre auch ein guter Lagerplatz. Ja, mit dem Wasser hier dabei. Da gucke ich dann gleich mal, ob da Fische drin sind. Ob man da Fische mit diesem Speer da fangen kann, den ich hier gefunden habe. Der ist ideal zum Fische fangen, würde ich mal sagen hier. Der vierzackige Speer. Dann gucken wir uns das dann mal an. In der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Sage ich erstmal tschüss.